Hallo, herzlich willkommen zum Faszien Pilates. Ich bin Jana. Ich habe ein bisschen Unterstützung von der Anne und von der Valerie. Und genau, wir verbinden heute so ein paar klassische Pilates-Übungen mit federnden Bewegungen. Also wird nicht schwierig. Das heißt, wenn ihr die klassischen Übungen kennt, dann wird es heute einfach ein bisschen dynamischer. Okay, dafür geht ihr einfach mal in einen hüftschmalen Stand. Belastet eure beiden Füße möglichst gleichmäßig. Also guckt mal, dass ihr nicht nur auf den Fersen steht, sondern guckt auch, dass ihr die Außenkanten belastet. Die Zehen und beide Füße möglichst gleichmäßig. Zieh deine Kniescheiben nach oben. Zieh deinen Bauchnabel nach innen. Deine Sitzbeinhöcker zusammen. Schließ deine Rippenbögen. Zieh dein Kinn leicht ein und nimm deine Schulter nach hinten unten. Und jetzt heb deine Arme bis auf Schulterhöhe, atme ein und beim Ausatmen zieh deinen Arm nach hinten. Schau deinem Arm nach. Einatmen vor und ausatmen zurück. Das ist die klassische Variante. Du kannst in dieser Variation bleiben oder bei der nächsten Ausatmung dreimal federn. Also atme durch die Nase ein. Dreimal kurz durch deinen Mund aus und dabei zieht dein Ellbogen weit nach hinten. So eine kleine federnde Bewegung. Schau, dass dein Becken möglichst stabil bleibt, dein Bauchnabel nach vorne zeigt und deine Schultern entspannt. Und mach deinen Atemrhythmus. Ist dein Training deine halbe Stunde? Jede Seite noch einmal. Gut. Nimm die Arme tief, heb deinen rechten Arm über Kopf, atme ein und atme aus, komm in die Seitneigung. Einatmen, andere Seite, heb den Arm und zieh dich aus, atme wieder über die Seite. Auch das ist wieder die klassische Übung. Oder komm mehr in, arbeite mehr faszial und feder wieder dreimal. Einatmen, dreimal kurz aus. Durch die Nase ein, durch den leicht geöffneten Mund ausatmen. Schau, dass dein Powerhouse fest bleibt, also dein Bauchnabel nach innen gezogen, der Po ist fest. Arme erstmal kurz tief und heb dein rechtes Bein einmal an. Finde deine Balance. Zieh dich in die Länge, mach dich richtig groß. Jetzt heb die Arme und dann atme ein. Daumen zieht nach hinten und streck mal dein Bein. Atme aus, vorne schließen, Bein beugen. Einatmen und aus. Wenn du möchtest, wieder dreimal federn. Ausatmen, dabei überkreuz deine Arme. Deine Schultern entspannt, Bauch ist fest. Letzten zwei. Gut, heb dein Bein oben, nimm die Hände an die Hüfte. Und jetzt lass mal dein Bein ganz locker schwingen, nach vorne und nach hinten. Locker aus deiner Hüfte heraus. Dein Powerhouse bleibt fest, Körpermitte stabil. Und dann schwingen wir dreimal und halten. Eins, zwei, drei. Halte kurz und dann schwingen wieder dreimal. Also einmal ist dein Bein vorne, einmal ist es hinten. Du hältst einfach deine Balance. Noch zweimal. Okay. Komm auf beide Füße. Nimm dein linkes Bein nach oben. Zieh dich wieder in die Länge. Aktiviere deine Körpermitte.
Nimm die Arme nach vorne und komm mit der Einatmung. Streck dein Bein wieder, zieh die Daumen nach hinten. Atme aus. Versuch deine Schulterblätter jetzt noch mehr Richtung Wirbelsäule zu ziehen, die Brust zu öffnen. Und wenn du möchtest, beim nächsten Ausatmen wieder dreimal federn. Arme überkreuzen. Oder bleib in der normalen Pilates-Übung. Atmung. Schau, was für dich im Moment sich besser anfühlt. Noch zwei. Letztes Mal. Gut. Hände an die Hüfte. Bein nochmal ganz locker schwingen lassen. Bauch bleibt fest. Halt deine Wirbelsäule lang und gestreckt. Und dann halte wieder. Eins, zwei und kurz halten. Entweder lass die Hände an der Hüfte oder nimm sie einfach ganz locker mit. Was für dich auch besser für die Balance passt. Ein letztes Mal. Sehr gut. Dann kommen wir wieder zurück auf beide Beine. Wir stehen jetzt etwas breiter, dass du eine Beinlänge in etwa zwischen deine Beine passt. Die Zehenspitzen zeigen nach vorne. Richte dein Becken auf. Also zieh dein Bauchnabel Richtung Schambein, dein Steißbein nach unten Richtung Boden. Wir atmen tief ein und kommen ausatmend in die Säge. Komm diagonal nach vorne unten. Normale Atmung erstmal. Also mit der Einatmung aufrichten, mit der Ausatmung dreh dich. Zieh die Hand entweder Richtung Knöchel oder Richtung Schienbein oder wenn du heute nur bis zum Knie kommst, auch okay. Wichtig ist, dein Becken bleibt stabil, Powerhouse fest. Und jetzt versuch noch mehr zu rotieren, deiner hinteren Hand nachzuschauen. Und wenn du eine gute Stabilität hast, dann kannst du wieder dreimal tief federn. Der Druck auf beiden Füßen gleichmäßig. Schau deiner hinteren Hand nochmal mehr nach. Sehr schön. Und bleib in der Übung. Immer noch vier Atemzüge. Letzten zwei. Und dann bleib oben wieder in der Mitte stehen, nimm die Arme kurz tief und dreh deine Fußspitzen jetzt leicht nach außen. Richte dein Becken nochmal gut auf. Atme ein und setz dich ausatmend tief, indem du die Knie nach außen Richtung Fußspitzen ziehst. Knie Richtung kleiner Zeh. Bauch ist fest, Rücken ist lang. Und jetzt lass mal deine Arme ganz locker von einer Seite zur anderen schwingen. Schau deinen Händen nach, wenn du magst, oder lass den Blick nach vorne gerichtet, was auch für dich von der Balance her besser geht. So, Körpermitte fest. Wenn du noch mehr deinen Beckenboden aktivieren willst, dann zieh deine Sitzbeinhöcker zusammen und lass die Arme locker schwingen, die Schultern sind entspannt. Und dann mach einen ganzen Kreis. Lass deine Atmung fließen. Schieb deine Knie nochmal nach außen. Und die letzten vier. Und letztes Mal. Sehr gut. Okay, dann komm wieder nach oben und dann komm an ein Mattenende sozusagen, dass du die Länge deiner Matte vor dir hast. Steh hüftschmal, atme ganz tief ein und roll dich mit deiner Ausatmung nach unten ab. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Und du kannst die Knie dann etwas beugen.
Lass deine Hände ganz locker hängen, deine Arme. Der Kopf sinkt, lass ihn ganz locker. Deine Schultern sind entspannt. Und jetzt komm in ein sanftes Federn, das heißt, der Oberkörper wippt sanft auf und ab. Wenn dich die Hände stören am Boden, dann umarm deine Ellbogen. Und wander auch so mit dem Oberkörper ein bisschen mal nach rechts und nach links. Und wichtig ist, mach das ganz entspannt, wie so eine Sprungfeder. Ohne Kraft. Und wenn du das nächste Mal in der Mitte bist, bleibe hier. Lass das Federn kleiner werden. Versuch deine Knie zu strecken, wenn du es schaffst, ansonsten lass sie leicht gebeugt. Aktiviere dein Powerhouse und lauf mit deinen Händen langsam nach vorne in das V. Im Yoga heißt es der herabschauende Hund. Deine Füße hüftbreit, die Hände schulterbreit. Und jetzt kannst du die Knie, wenn du magst, erstmal gebeugt lassen. Du schiebst die Hände fest in die Matte, schiebst deine Brust Richtung Knie. Und jetzt kommst du in ein langsames Gehen. Das heißt, du hebst abwechselnd eine Ferse vom Boden an, die andere senkst du zur Matte. Atme mit einer Bewegung ein und mit der anderen aus. Sehr gut, okay. Beide Fersen absenken. Powerhouse ist fest mit der nächsten Einatmung. Komm vor ins Brett, in den Stütz, in den Plank. Und mit der Ausatmung schieb dich wieder hoch. Einatmen ins Brett. Po ist fest, Rücken ist lang, eine Linie. Ausatmen, schieb dich hoch ins V. Mach dein Tempo. Ganz wichtig ist nur, häng nicht durch. Ist es dir zu anstrengend im im Brett, dann bring die Knie Richtung Boden. So, und willst du ein bisschen mehr, dann probieren wir auch hier mal ein bisschen mehr faszial zu arbeiten. Einatmen Brett und oben dreimal federn. Das heißt, beim Federn schiebst du die Brust so ein bisschen mehr Richtung Knie. Halt deine Stabilität für die letzten zwei Atemzüge. Und letztes Mal. Sehr gut. Halte im Brett. Bring deine Knie auf den Boden und setz dich einmal zurück in die Kindspose. Die Arme, wie du möchtest. Lang nach vorne. Unterarme ablegen oder wenn du magst, die Arme ganz eng am Körper. Atme ganz tief durch. Und dann bring deine Hände, deine Arme wieder lang nach vorne, richtig weit. Atme tief ein und roll dich auf. So, deine Knie sind jetzt etwas weiter hinter deiner Hüfte. Die Schultern direkt über deinen Händen. Du stellst dein rechtes Bein nach hinten, stellst die Fußspitze auf und löst den linken Arm vom Boden. Wir machen einen Kreis. Wir heben den Arm nach vorne an, schauen der Hand nach, machen einen Kreis nach hinten. Also nach vorne ein, über Kopf, nach hinten unten ausatmen. Schau, dass deine rechte Hand und deine linke Schulter eine Linie sind. Ganzen korrigier ein bisschen. Und wenn es dir zu anstrengend ist, dann geh mehr Richtung Vierfüßler. Ja? Bring das linke Knie mehr unter die Hüfte, wird es ein bisschen einfacher. So, wer möchte ein bisschen mehr arbeiten, der kann das rechte Bein mal anheben. Lang nach hinten rausstrecken. Müsst ihr noch mehr stabilisieren. Versucht's. Die letzten zwei. Und der letzte.
Und dann bring nur die Fußspitze hinten wieder auf den Boden. Der gleiche Arm öffnet nach oben zur Decke. Atme ein und schieb den Arm unterm Körper durch. Atme aus. Einatmen, öffnen. Und ausatmen, tief. Bleib in dem Atemrhythmus oder Feder unten dreimal. Nach oben öffnen, ein. Dreimal kurz aus. Öffne die Brust. Schieb sie zur Decke. Gut, die letzten zwei. Perfekt. Okay. Komm einmal kurz in den Fersensitz. Setz dich zurück. Löse locker kurz deine Handgelenke etwas. Und wir wechseln die Seite. Okay. Also, wenn du möchtest, Knie ein bisschen nach hinter die Hüfte bringen. Schau wieder, Hände, Schultern, eine Linie. Linkes Bein geht zurück. Powerhouse ist fest. Guck, dass die Hand unter der Schulter ist. Jetzt nimm den rechten Arm nach vorne. Atme ein, nach oben und nach hinten, unten ausatmen. Mach wieder einen großen Kreis. Öffne die Brust. Jawohl, sehr gut. Willst du mehr? Versuch das linke Bein mit anzuheben. Spann den Po noch fester und zieh den Bauchnabel noch mehr Richtung Wirbelsäule. Die letzten zwei. Noch einer. Gut, Fuß hinten abstellen, rechter Arm öffnet nach oben zur Decke. Atme ein und atme aus. So, entweder normale Pilates-Atmung oder wieder dreimal federn. Lass den linken Arm gestreckt, zieh den rechten weit zur linken Seite. Dein Po bleibt fest. Und schieb die Brust wieder zur Decke, wenn du öffnest. Die letzten zwei. Und der letzte. Gut. Okay. Jetzt dreh dich nach vorne und komm in die Mitte deiner Matte oder deines Handtuchs. Und jetzt stell dein rechtes Bein zur Seite. Nimm beide Hände einmal an deinen Hinterkopf. Aktiviere dein Powerhouse. Atme ein und neig den Oberkörper zur Seite. Beim Ausatmen richte dich wieder auf. Einatmen, zieh dich in die Länge. Ausatmen, komm nach oben. Schieb deinen rechten Fuß fest in den Boden. So, wir machen ja hier jetzt ein paar Variationen. Du kannst immer wieder zurückkommen. Das ist die Anfangsübung. Jetzt nimmst du mal deinen linken Arm nach oben. Du kommst hier mehr in die Seitneigung. Atme ein und atme aus. Und wenn du möchtest, wieder dreimal federn beim Ausatmen. Langes Einatmen. So, kleine Variation, wenn du magst. Bring die Hand auf den Boden, heb das Bein und nimm den anderen Arm jetzt über Kopf und komm zurück. Dreimal federn. Einatmen und aus. Wenn das dir zu viel wird, geh einfach einen Schritt zurück. Deine Hand stützt wieder genau unter der Schulter. Zieh dich lang, heb die Brust. Und die letzten zwei.
nächstes Mal. Sehr schön. Komm einmal, schließ die Knie, komm in den hohen Kniestand. Heb deine Arme, der Daumen zeigt nach hinten, öffne die Brust. Powerhouse ist fest. Nochmal tief einatmen und rotiere bei der Ausatmung nach rechts. Einatmen zur Mitte und zur anderen Seite aus. Dein Bauchnabel zeigt weiterhin nach vorne. Deine Schultern entspannt. Mobilisation für deine Wirbelsäule. Dreh den Kopf dabei mit, also schau weit nach hinten. Gut, bleib in der Mitte und wir wechseln die Seite. Jetzt kommt dein linkes Bein zur Seite. Schieb den Fuß schon mal wieder richtig fest in die Matte. Nimm die Hände erstmal an den Hinterkopf. Wir bauen wieder langsam auf. Powerhouse fest, atme ein, neig dich leicht zur Seite. Atme aus, richte dich auf. Jetzt versuch dein Powerhouse wirklich gut und fest und aktiv zu halten. Den Beckenboden zu aktivieren. Und dann nimm den rechten Arm nach oben. Die andere Hand kannst du an die Hüfte nehmen und komm jetzt mehr in die Seitneigung. Einatmen und aus. Und wenn du magst, wieder dreimal federn. Lass dein Bein gestreckt. Okay, und jetzt kommen wieder. Hand aufstützen. Bein heben, Arm lang über Kopf, einatmen und ausatmen. Einatmen und aus. Ganz festes Powerhouse. Mach die Übung ganz kontrolliert. Hol die Kraft aus deiner Körpermitte und die letzten zwei. Gut, okay, sehr schön. Dann gehen wir jetzt noch eine kleine Runde auf den Boden. Sie kommt erstmal in den Langsitz. Ah, wir machen noch eine Übung im Sitzen. Genau, bleibt einmal im Langsitz, die Beine lang. Wir haben ja vorhin die Säge im Stehen gemacht. Probieren wir jetzt mal im Sitzen. Das heißt, richte dich mal richtig gut auf, heb die Brust, spann deinen Po an und heb auch hier nochmal die Arme seitlich. Atme tief ein. Und komm ausatmen in die Säge. Das ist jetzt eine leichtere Option. Zieh diagonal nach vorne Richtung Außenknöchel. Zur Mitte ein und zur anderen Seite aus. Genau, wenn du möchtest, normale Atmung oder dreimal federn. Wir sind ja im Faszien-Pilates. Also arbeiten wir ein bisschen mehr faszial. Zieh deine Fußspitzen zu dir heran, dass du so eine Zugspannung aufbaust. Die Beinrückseite so ein bisschen aktivierst. Und versuch noch ein Stückchen mehr zu rotieren, deiner hinteren Hand wieder mehr nachzuschauen. Die letzten zwei. Und dann bleib in der Mitte. Wir kommen gleich zu der Übung nochmal zurück. Stell jetzt aber einmal die Füße auf. Heb die Arme nach vorne, atme ein und komm ausatmend in die C-Kurve. Wir kommen nach hinten hinter die Sitzbeinhöcker und halten an dem Punkt, wo wir mit entspannten Schultern sitzen können. Aktivieren das Powerhouse in unserem Beckenboden. Atme ein und beim Ausatmen zieht dein Ellbogen nach hinten Richtung Boden. Einatmen vor und ausatmen tief. Wir gehen gleich mehr faszial, dreimal kurz. Und lang. Auch hier wieder Rotation
Schau deinem Ellbogen nach und vielleicht schaffst du es, dass der Ellbogen die Matte berührt. Wird es dir zu viel, dann komm ein bisschen mehr nach oben. Aber halt die C-Kurve, das heißt, zieh den Bauchnabel nach innen, runde deinen unteren Rücken. Letztes Mal. Sehr schön. Komm nach oben. Öffne jetzt die Beine. Ganz leichte Grätsche. Mattenbreit in etwa. Richte dich nochmal auf. Wir gehen auch hier nochmal in die Säge. Atme ein. Und gleich dreimal kurz ausatmen. Zieh wieder Richtung Außenknöchel, Richtung Schienbein oder Richtung Knie. So, wo du für dich heute gut hinkommst. So, und in der Grätsche ist das Ganze ein bisschen anspruchsvoller. Das heißt, guck mal, dass dein Po nicht immer anhebt. Ja, wenn du dich zur Seite neigst, versuch deine Sitzbeinhöcker richtig fest in die Matte zu schieben. Das ist dein Powerhouse, was dich hält. Die letzten. Macht jetzt jede Seite noch einmal. Sehr gut. Okay. Letzte Übung im Sitzen. Füße aufgestellt. Atme nochmal ein und komm in die C-Kurve. Atme aus. Stufe 2. Wir heben jetzt die Füße ganz leicht weg vom Boden. Schultern sind entspannt. Atme wieder ein und atme aus. Dreimal zum Boden. Powerhouse fest. Ist es dir zu schwer? Geh wieder zurück und stell deine Füße auf den Boden. So, und wer ein bisschen mehr möchte, der darf jetzt das diagonale Bein noch mitstrecken. Parallel zum Boden oder diagonal. Sehr gut, die letzten zwei. Macht noch einmal die andere Seite, dann haben wir mit beiden Seiten gleich oft. Perfekt. Okay, stell deine Füße auf, streck sie lang, atme tief ein und wir rollen uns einmal in einem schönen Rolldown langsam Richtung Boden. Runde den unteren Rücken und leg dich Wirbel für Wirbel ab. Der Kopf zum Schluss. Okay. Gut, wir machen noch eine kleine Mobilisationsübung, ein paar Dehnungen. Du ziehst einmal die Knie Richtung Brust und jetzt lass mal die Knie nach vorne sinken. Wenn du möchtest, streck dein oberes Bein, fass deine große Zehe und leg das Bein gestreckt ab oder lass beide Beine gebeugt. Und dann leg deinen hinteren Arm auf Schulterhöhe aus, dreh den Kopf zu deinem hinteren Arm und atme richtig tief durch. Lass deine Schultern Richtung Boden sinken. Lass dein Powerhouse jetzt locker. Langsam lösen. Bring die Knie zurück über die Hüfte. Einmal nach hinten fallen lassen. Gebeugt, wenn du magst. Oder oberes Bein nochmal strecken. Große Zehe fassen und den Kopf zur Gegenseite. Tief durchatmen. Spür die Dehnung in deiner Beinrückseite, im unteren Rücken, in der Brust, in den Schultern. Sehr gut. Komm langsam zurück zur Mitte. Knie zur Brust. Kinn anheben und komm in Rolling like a Ball. Roll über deine Wirbelsäule. Fang klein an und werd mit der Zeit größer. Bis
bis du dann so nach 4-5 Mal Rollen irgendwann hochkommst ins Sitzen. Und wenn du dann oben bist, bleibe oben. Okay. Bring einmal deine Füße zusammen, bring deine Hände nach hinten. Und heb einmal einatmend deine Brust, zieh deine Schultern weg von deinen Ohren. Und lass ausatmend deine Knie mal nach außen sinken. Öffne die Hüfte. Mal tief ein- und ausatmen, Brust noch mehr heben. Und ausatmen, lass die Knie noch mehr sinken. Noch ein tiefer Atemzug. Gut, okay. Komm in den Vierfüßler. Hände unter die Schultern, Knie unter die Hüften. Stell die Fußspitzen auf. Atme ein und schieb dich nochmal hoch ins V. Das umgedrehte V. Schieb die Hände nochmal richtig fest in die Matte. Öffne die Brust und versuch die Knie, so gut du kannst, zu strecken. Die Fersen Richtung Boden absenken. Und halte kurz in dieser Pose. Dein Steißbein ist der höchste Punkt. Und mit deiner nächsten Einatmung laufe zu deinen Füßen. Mit der Ausatmung bleib in der Vorbeuge, umschließ deine Waden, zieh die Nase Richtung Knie. Einatmen, beug die Knie etwas. Und ausatmen, roll dich Wirbel für Wirbel auf. Atme ein, heb die Arme nach oben. Bring sie zusammen, die Hände. Und atme nochmal tief ein. Nimm die Arme nochmal über die Seite nach unten. Noch ein letztes Mal. Einatmen, Arme nach oben. Handflächen zusammen, ausatmen, halten. Und nochmal einatmen. Und ausatmen, nimm die Arme tief. Sehr schön. Ihr habt es geschafft. Halbe Stunde Faszien Pilates. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir hoffen, wir sehen uns nächste Woche nochmal. Genau, da bin ich nochmal da mit Pilates am Dienstag. Und ich wünsche euch eine schöne Woche und danke euch beiden. Schönen Abend. Tschüss.